Song Wachturm bezieht sich auf die Zeugen Jehovas, das ist so eine Sekte, und da die Erfahrung, also es gibt bestimmt wenig Leute, die vielleicht kennen, nur vom Sehen, man sieht sie jetzt in der Öffentlichkeit, wie sie mit ihrem Wachturm da stehen oder wie sie von Haus zu Haus, hat bestimmt jeder schon mal mitgekriegt, dass sie mal geklingelt haben und vom Ende der Welt gesprochen haben und von einer besseren Welt und vom Leben im Paradies, und mich hat das eigentlich nie interessiert, nur ich, meine letzte Perle, da habe ich mich unheimlich gut verstanden, wir waren 2,5 Jahre zusammen. Die hat dann irgendwie so Typen kennengelernt von den Zeugen Jehovas, ne? Am Anfang habe ich dem keine große Bedeutung beigemessen. Ja, wenn es gut findest, okay. Und dann hinterher habe ich erstmal mitgekriegt, eigentlich, ich habe es unterschätzt, es ist eine Sekte. Und sie haben sie eigentlich nur versucht, damit reinzuziehen und dann auch von mir loszukriegen, weil für die bin ich der absolut perfekte Satanist, unmoralisch, Trinker, Säufer, verkommen und verhurt und was weiß ich noch alles irgendwie. Wir haben uns unheimlich gemocht und hinterher hat sie sich da so reingesteigert, hat es mir echt wirklich nur erzählt, was ich doch für ein Schwein wäre, satanistisch, und hat ihre Platten hat sie zerbrochen, weggeschmissen, zerbrochen und Satanswerk dabei gerufen, hat ihre Poster weggeschmissen, ihre engen Hosen, alles. Und ich würde mich hüten, aber da Mitglied zu werden, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich mag mein Leben so, ich kann sagen, was ich denke, ich bin frei, kann machen, was ich will, habe auch Spaß im Leben, und da möchte ich nur jeden verwarnen, und darauf bezieht sich der Song Wachturm einfach, um zu sagen, passt auf und so, passt auf vor den ganzen Sekten und so. Ja, oh. The source of the law, genau. Arschlecken, frohes Fest, genau.